hatten eine Spur gefunden. Wie geht's? Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich mit Gloria geredet habe. Feast wird morgen einen Spenden-LKW für Mays restliche Sachen zum Haus schicken. Ah, ich glaube nicht, dass ich bis dahin alles durchgehen kann. Kannst du das absagen? Ich verspreche, ich werde alles selbst spenden, sobald ich fertig bin mit allem. Ich ruf gleich an, aber mach dir nicht zu viel Stress, Parker. Ich mein's ernst. Hey. Keine bösen Jungs hier. Vielleicht haben sich Miles und Genki geirrt. Hey, ich bin auf der Brücke. Aber keine Spur von unseren mysteriösen Safari-Piraten. Oh Mann. Und wir waren uns so sicher. Sorry, dass alles umsonst war. Kein Stress. Wir finden sie. Einfach wegschmeißen? Macht man nicht. An diese Art von Technik gekommen. Ein echter Jäger weiß, wie man sich tarnt. Sag doch einfach, ich weiß es nicht. Auf den Boden mit ihm. Ein Spinnenangriff. Holt ihn runter. Ich bin fertig. Aber im Ernst. Wohin hat dein Boss Lee und Gargan gebracht? Deine Kriminellen? Nicht weit weg. Sie genießen ihre Freiheit. Das ist gar nicht ominös. Passt auf! Zielen Sie! Mich umsehen. Was haben wir denn hier? Vielleicht führt das ja zu Antworten. So, Vögelchen. Bring mich zu deinem Nest. Das wird mir fehlen, wenn ich bei Emily May bin. Die Stadt ist wie ein einziger Hindernisparcours. Dieser Adrenalinrausch wird nie alt. Aber wirklich zu forschen. Für echtes Geld. Ich habe es endlich geschafft. Ein fester Arbeitsplatz. Okay, beruhig dich, Parker. Du kannst später von all diesen Sachen träumen. Zeit zur Verfolgung. Wow, ist das eine Railgun? Und sie funktioniert? Ich hoffe, du hast eine Versicherung. Du?
wirst mir nicht entkommen! Nein, 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 nein! Coole Tarntechnik! Darf ich mir das genauer ansehen? Das heißt wohl nein. Ich habe jetzt zwei getarnte Orte entdeckt. Auch mein Anzug, deren visuelle Frequenzen identifizieren kann? Immer drauf! Wo steckt euer Boss? Offenbar nicht hier! Ich will mit ihm über seinen Lebensstil sprechen! Du verdienst seine Beachtung nicht! Und Scorpion schon? Ist klar! Wo ist euer Boss? Noch ein Roboter? Ich könnte etwas ausprobieren. Okay, mal sehen. Sorry, Vögelchen. Für mich ist das auch nicht gerade angenehm. Da müsste doch... Yep. Oh, ist das dein Zuhause? Komm schon, Vögelchen! Lass los! Komm schon! Ich hab diesen Flug nicht gebucht! Ich schicke den Standort an MJ. Vielleicht findet sie die Grundbucheinträge. Wo geht es jetzt hin? Hey, MJ. Hast du die Standortdaten von mir bekommen? Ja, ein alter Supermarkt. Der Besitzer starb letztes Jahr. Das Gebäude wurde verkauft. Warte. Der Käufer. Das ist eine Strohfirma, die überall in der Stadt Immobilien kauft. Ganze Blöcke kaufen die. Ich wollte letzten Monat eine Story über sie schreiben, aber das wurde nichts. Jede Person, mit der ich gesprochen habe, ist verschwunden. Hey, macht euch mal nützlich. Wir brechen demnächst auf. Wer sind diese Leute? Das finde ich raus. Viel Glück. Ich muss die beiden leise ausschalten. Und die anderen Jäger? Die Ansätze stehen und die Kommunikation ist verknüpft. Kann losgehen. Was für ein Jagdrevier. Ich muss einen weglocken. Schnell. Irgendwas gefunden? Zwei Dinge. Diese bewaffnete Gruppe nennt sich Jäger. Und sie sprechen mit Akzent. Internationale Söldner? Das war auch mein Gedanke. Könnte gutes Material für deinen Artikel sein. Ich setze mich dran. Danke. Oh, apropos Arbeit. Ich habe Harry zugesagt. Das ist toll! Verbindung. Wir können später feiern, wenn dein aktueller Job erledigt ist. Unbedingt. Bis dann. Ganz ruhig. Echt viel Ausrüstung. Als gäbe es einen Krieg. Oh,
wurdest du rekrutiert? Alaska. Ich habe Wilderer in den Parks gesucht, aber ich war strenger mit ihnen, als meine Chefs wollten. Nach dem sechsten Vorfall wurde ich... Da! Macht Jagd auf ihn! Das sind alle. Was haben Sie vor? Hallo? Überwachungsvideo des Ansitzes von vorhin. Es gibt wohl noch andere in der ganzen Stadt. Ich schicke das Genki. Er kann bei der Suche sicher helfen. Was jagt Craven? Und warum? Hast du auch Hunger? Wir sehen uns. Oh, für mich? Das ist ja lieb. Oh! Oh, stabil und flexibel. Ich könnte... Cool. Dann teste ich mal mein neues Spielzeug. Die Basen sind aktiv, die Ansätze gesichert. Die Tarnfelder funktionieren. Gut. Senkrechtstarter. Fangdrohnen. Mission. Verpflegung. Ein paar Lieferungen fehlen. Schau beim Rangiermeister vorbei. Oder sonst... Halt! Was ist das? Bessere Ausrüstung als die meisten Armeen. Craven muss reich sein. Oder einflussreich. Oder beides. Folgt dem Geräusch und findet die Spinne! Na gut, aber sein Netze gefunden. Sieht Craven sich so für Pflanzen. Ich hab mal gesehen, wie er mit dem Zeug in seinen Beuteln einen Jäger von... Er lässt sich einfach nicht von der... Zur Seite! Ich werde die Spinne erledigen! Ich bin ihm auf der Spur. Nada. Deckung steht.
Gute Nacht. Ich gebe Deckung. Da oben! Es ist die Spinne! Deckung! Haltet ihn und los! Das erklärt einiges. Wie meinst du das? Kein Mensch ist so stark. Nicht von allein. Das liegt am Fokus. Er kennt nichts als die Jagd. Würdest du dich ein bisschen mehr auf dich selbst konzentrieren, könntest du auch so stark sein. Finger! Wen hast du außerhalb von Volgograd gesetzt? Sein Name verdient keine Erwähnung. Ich dachte, seine Jugend wäre ein Vorteil. Er hat schon immer dort gelassen. Er sieht sich gut aus. Er gibt Sinn, aber sein Alter wurde ihm zum Verhängnis. Er war unsicher. Im Gegensatz zu dem einen, der das nie wird. Ob ein anderer Jäger hier Craven herausfordert? Das wäre wirklich dumm. Sieh dich um. Craven hat uns in dieser Stadt die beste Jagd unseres Lebens gegeben. Vorher waren wir planlos, aber hier haben wir wahrhaftig unbegrenzte Möglichkeiten. Ganz genau. Ganz ruhig. Kurze Meldung. Gibt es etwas zu berichten? Kein Kontakt. Du, sieh nach. Überprüfe die Position. Jäger außer Gefecht. Es muss die Spinne sein. Wir sind als Letzte übrig. Bilde dein Rudel! Da, die Spinne ist über uns! Okay, wohin jetzt? Scheint der einzige Weg zu sein. Ein Forschungslabor? Craven untersucht Lees Blut. Vielleicht will er herausfinden, woher seine Superkräfte kommen. Oder selbst an sie gelangen. Tante May war so stolz auf ihre Arbeit bei Feast. Dann hat Lee es ordentlich vermasselt. Hoffentlich war nicht alle seine Werke verdorben. Eine Dämonenmaske. Lees alte Gang mit Superkräften. Hoffentlich macht Craven das mit seinen Jägern nicht nach.
Das ist die Tiare Apetahi. Eine der seltensten Blumen der Welt. Ihr Extrakt hat ziemlich starke medizinische Eigenschaften. Ich wollte sie vor Jahren als Gegengift gegen Skorpion einsetzen, aber hatte kein Geld für den Flug nach Rayatea? Craven wohl schon. Halluzinogene. Vermutlich das Schlimmste an Skorpions Gift. Wenn Craven sie in seinem Arsenal hat. Oh. Dr. Farley Stillwell. Seine Genexperimente gaben Scorpion seine Fähigkeiten. Craven hat gut recherchiert. Haben Sie Ihre Waffen an dieser Rüstung getestet? Oh! Und kein einziger Kratzer? Fast eine exakte Nachbildung. Hat sie wohl auf Schwächen überprüft. Bei Skorpion muss man vorsichtig sein. Moment mal. Sieh mal einer an. Hey MJ, ich habe noch einen Namen für dich. Craven. Er ist hier wohl der Boss und veranstaltet irgendeine Art Jagd. Craven der Jäger. Was jagt er? Auf jeden Fall hat es mit Scorpion und Lee zu tun. Kannst du dir mal diesen Craven ansehen und Miles darüber Bescheid geben? Schon dabei. Pass auf. Wie wär's damit? Die Mähne, die Craven trägt. Kennst du ihre Geschichte? Nicht, dass ich wüsste. Es war in einer Mine bei Tsavo. Ein wilder Löwe hatte fast 100 Arbeiter getötet. Craven war noch jung und rauflustig und hatte das Tier nach nur wenigen Stunden aufgespürt. Oha. Doch. Die Spinne ist da oben! Hinein, hinein! Feuer! Wechsle die Position! Der Skorpion soll dich wohl nicht beeindruckt haben. Das stimmt.
Schwarz. Halluzinogene einzusetzen und mit der Beute zu spielen, das ist einfach nicht meine Art zu jagen. Trotzdem weiß ich das Können durchaus zu schätzen. Apropos, weißt du, was in seinem Gift ist? Ein harter Kopf. Den hat Gargan niemals selbst gemacht. Wer weiß, aber ich habe ihn nie für einen Strategen gehalten. Und er hat mich überrascht. Das habe ich auch bemerkt. Kann sein. Wie wär's dann? Die Mähne, die Craven folgt. Kennst du ihre Geschichte? Nicht, dass ich Lust habe. Es war in einer Mine bei Tsavo. Ein wilder Löwe hatte fast 100 Arbeiter getötet. Craven war noch jung und rauflustig und hatte das Tier nach nur wenigen Stunden aufgespürt. Doch als er ihn schließlich erreichte und seine Zähne zuckte... Da ist Spider-Man! Ich brauche Antworten, nicht ständig noch mehr Fragen. Das könnte klappen. Okay, Craven. Wonach suchst du? Moment.
Scorpion und Lee auf einer Jagd kann ich verstehen. Aber Black Cat ist eine Diebin. Ich verstehe. Mit dem Benehmen gewinnst du keine Hundeschau. Brava und Puma, Roboter. Zähne haben es in sich. Fuß, umdrehen, stell dich tot! Endlich! Ich habe mich schon gefragt, wann der Tierschutz aufkreuzt. Was jagt Kraven? Vielleicht kann ich helfen. Ziel ist im Visier. Jemand aufklärt! Was habt ihr bewacht? Scorpion, Martin Lee, Black Cat. Dieser Kraven stellt ein ordentliches Team zusammen. Gute Reise. Ist das
alles, was du drauf hast. Es hieß, du wärst ein Killer. Stell dir meine Enttäuschung vor. Will nicht mit Superschurken auf die Jagd gehen? Sie sind die Beute. Felicia. Bist du bereit? Wofür? Ernsthaft? Mein Date ist gleich hier und du surfst im Web? Ma, niemand sagt heutzutage noch im Web surfen. Würdest du dich bitte umziehen? Okay, okay. Du trägst einen guten Lippenstift. Du musst ihn wirklich mögen, hä? Miles? Tut mir leid. Nächstes Mal bin ich wirklich. Miles. Hab dich lieb. Ich habe eine Basis von diesen Safari-Piraten gefunden. Oder Jägern, wie sie sich nennen. Und ich weiß, wie ihr Chef heißt. Craven, er hat Scorpion umgebracht. Und hat noch eine ganze Liste super Schurken. Warte, was? Heißt das Lee? Ich weiß nicht. Es ist eine lange Liste. Vor diesen Leuten muss Marco uns gewarnt haben. Sie haben Sandman gejagt. Unglaublich. Und Felicia steht auch auf der Liste. Black Cat? Deine Ex? Genau. Sie wird meine Warnung in den Wind schlagen. Aber vielleicht hört sie auf jemanden, der unbelastet ist. Wenn MJ dir ein paar Adressen mitteilt, könntest du dich dann darum kümmern? Wird gemacht. Danke, Mann. Ich brauche einen klaren Kopf, aber melde dich, falls was ist. Und wir werden Lee finden, Miles. Versprochen. Dauert wohl noch, bis MJ anruft. Mal schauen, was draußen abgeht.